an und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Crop FM. Das Thema der heutigen Sendung lautet Folter, Spurensuche zwischen Allmacht und Wahnsinn genau genommen. Im Studio ist mit mir die Claudia Altendorfer, die ist Stammhörerin schon von den Big Brother News bekannt. Und als Telefongast haben wir heute den Horst Herrmann, der ein Buch über Folter geschrieben hat. Ihr alle, die sich live an der Sendung beteiligen wollen, für die gibt's den Crop.com, der ist auf der Homepage von Crop.fm erreichbar, crop.fm.mur.at, und auf dieser Seite kann man sich auch zum Newsletter von Crop.fm anmelden und regelmäßig über die neuen Sendungen informiert werden. Tarek ist heute nicht mit dabei, weil er zurzeit New York unsicher macht. Er wird dann in 14 Tagen wieder moderieren. Ja, schönen guten Abend bei Crop FM. Das Thema der heutigen Sendung ist Folter. Mit im Studio ist die Claudia Altendorfer, die ist Stammhörerin von Crop FM schon aus den Big Brother News bekannt. Hallo Claudia. Hallo Chris. Hallo liebe Leute. Ja, und unser Telefongast, den wir in wenigen Minuten zuschalten werden, ist der Professor Horst Herrmann. Das ist ein Soziologe aus Deutschland und ein Buchautor. Der hat vor wenigen Monaten ein Buch veröffentlicht mit dem Titel Die Folter, eine Enzyklopädie des Grauens. Dieses Buch ist eine Auflistung quasi aller bekannten Foltermethoden, sehr akribisch, sehr wissenschaftlich aufgeführt. Eigentlich ein relativ schreckliches Buch. Wie gesagt, mit dem Herrn werden wir jetzt dann sprechen, und damit wir ein bisschen einsteigen und ein bisschen was über das Buch erfahren und auch ein bisschen was über Folter an sich, gibt es jetzt eine kurze Zuspielung. Das ist ein Beitrag, der ist bereits in Wien bei Radio Orange im Augustin-Magazin gelaufen, und der beschäftigt sich sowohl mit dem Buch und bietet dann nachher auch noch ein kleines Interview mit dem Magister Patzelt. Das ist der Generalsekretär von Amnesty International Österreich. Die kürzlich bekannt gewordenen Vorfälle beim österreichischen Bundesheer haben das Verbrechen an der Menschlichkeit und die Folter zwar kurzzeitig in den medialen Horizont geschossen, präsent ist das Thema Folter aber seit jeher und nicht erst seit Politiker öffentlich über die Lockerung von Folterungsparagraphen nachdenken. Folter ist, salopp gesprochen, etwas Alltägliches. Und die Motive, aus denen Menschen physische und psychische Schmerzen zufügen, sind ebenso breit gestreut wie die angewendeten Methoden, meint Magister Heinz Patzelt, Generalsekretär von Amnesty International Österreich. Folter ist mehr als die Ohrfeige, die in der Wut gegeben wird. Folter ist aber manchmal auch sehr viel weniger als das systematische Elektroschockgerät, mit dem jemand alle 3 Sekunden Richtung Wahnsinn getrieben wird. Folter beginnt für Amnesty dort, wo man einem Menschen körperliche oder auch geistige Schmerzen zufügt, um einen bestimmten Zweck zu erreichen, und das in einer halbwegs systematischen und zielgerichteten Form macht. Folter fängt dort an, wo ich eine Zigarette auf jemanden ausdämpfe, damit er sich in eine bestimmte Richtung benimmt, und hört auf der anderen Seite wahrscheinlich bei grauenhaften Dingen auf, wie jemanden Gliedmaßen auszureißen oder ähnliche Dinge zu tun. Folter ist sehr breit, und Folter findet zuallererst einmal im Kopf statt. Es ist sehr stark davon abhängig, was derjenige, der die Schmerzen zufügt, damit erreichen will. Eine Ohrfeige kann ein krimineller Akt sein, und eine Vorfolge kann ein erster Schritt Richtung hin zu Folter sein. Der Polizist, der das als Vernehmungsmethode einsetzt, um ein Geständnis zu erreichen, überschreitet eine Grenze, und zwar sehr klar, die völlig indiskutabel ist. Der Freund, der dem anderen Freund nach 5 Gläsern Bier eine duscht, um es gut wienerisch zu sagen, handelt auch nicht korrekt, aber das ist keinesfalls Folter.
daran kann man erkennen, dass sehr viel von der Absicht des Täters und nicht so sehr von der konkreten Tathandlung abhängt. Die Frage, was eine Gesellschaft dazu bringt, Folter auszuüben oder zumindest zu akzeptieren, steht allerdings nicht im Mittelpunkt einer Buchneuerscheinung, die sich intensiv mit dem Thema auseinandersetzt. Die Folter, eine Enzyklopädie des Grauens von Horst Herrmann, beschäftigt sich stattdessen eindringlich mit den angewandten Methoden und den eingesetzten Werkzeugen. Die kalte, auf das Faktische reduzierte Beschreibung von Verstümmelungs- und Tötungsprozeduren erinnert an verschiedene Bilder von Goya, die auch heute entstanden sein könnten. Die Folter ist nicht mit dem Mittelalter ausgestorben. In seiner Enzyklopädie des Grauens liefert Horst Herrmann eine umfassende und erschreckende Auflistung aller gängigen und zum Teil heute noch praktizierten Foltermethoden. Laut der UN-Anti-Folter-Konvention ist Folter jede Handlung, bei der Träger staatlicher Gewalt oder private einer Person vorsätzlich starke körperliche oder geistig-seelische Schmerzen oder Leiden zufügen, um eine Aussage zu erpressen, einzuschüchtern oder zu bestrafen. Der Artikel 5 der Menschenrechtserklärung der Vereinten Nationen spricht ein deutliches Folterverbot aus. Niemand darf der Folter oder grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe unterworfen werden. Im Artikel 3 der Europäischen Menschenrechtskonventionen, der am Gerichtshof der Menschenrechtskonvention geltend gemacht werden kann, wird das Verbot im gleichen Wortlaut wiederholt. Daraus zu schließen, Folter sei ein historisches Phänomen, schläfert das kollektive Gewissen ein und mindert die Wachsamkeit gegen die reale und omnipräsente Gefahr. Schreibt Horst Herrmann im Vorwort seines im Eichborn Verlag erschienenen Buches »Die Folter, eine Enzyklopädie des Grauens«. In vielen Ländern, vom Kosovo bis zur Türkei, werden Foltermethoden als normal empfunden und zwar nicht nur von Polizisten und von Richtern, sondern auch von Verteidigern und sogar von den Gefolterten selbst. Nochmals Magister Patzelt von Amnesty International Österreich über die Alltagserscheinung Folter. Ganz grob kann man sagen, in 2/3 der Länder passiert sie, in 1/3 der Länder der Welt ist sie ein systematisches, regelmäßig eingesetztes und gezielt eingesetztes Instrument. Sehr oft auch nicht nur gegen den einzelnen gefolterten Menschen, sondern sehr oft werden einzelne Menschen dazu benutzt, um andere Menschen zu kanalisieren, zu unterdrücken, davon abzuhalten, mühsam und lästig zu sein. Folter demütigt nicht nur das Folteropfer, sondern es demütigt auch die Gruppe, aus der das Folteropfer kommt, und es ist auch ein Warnsignal an andere. In seinem Buch schreibt Horst Herrmann, dass die Folter in vielen Ländern als normal angesehen wird, und zwar auch von den Gefolterten selbst. Ist dem so? Und wenn ja, was steckt da für ein Mechanismus dahinter? Das ist das wirklich Erschütternde, wenn man mit Folteropfern spricht, ist es sehr oft ein Gefühl, ich bin selber schuld, dass ich gefoltert worden bin. Ich hätte mich ja nicht so verhalten müssen. Das ist der eine Gedanke, der mitschwingt. Sehr wohl aber auch der andere, wenn staatliche Organe das tun und keiner was dagegen unternimmt, verstärken sie den Opfern das Gefühl, dass das eine normale, akzeptierte und vermutlich auch legale Polizeimethode ist. Kein Folteropfer auf der Welt ist schuld daran, dass er gefoltert oder sie gefoltert worden ist. Das muss man den Menschen immer wieder sagen. Im Vorwort seines Buches »Die Folter« definiert Horst Herrmann in 10 Punkten die Unterscheidungsmerkmale des Menschen von der gemeinen Kreatur. Technologische, kulturelle und künstlerische Aspekte sind dabei zweitrangig. Die Fähigkeit und die erklärte Bereitschaft zu foltern und hinzurichten unterscheiden den Menschen von den anderen Lebewesen auf diesem Planeten. Es finden sich kein Element, keine Ideologie, kein Werkzeug, die sich nicht zum Foltern und zum Töten hätten verwenden lassen. Der Körper des Menschen kennt kein Glied, für das kein eigenes Foltergerät erfunden und benutzt worden wäre und wird. Auf den folgenden 300 Seiten einer alphabetischen Auflistung aller bekannten Foltermethoden tritt Herrmann den Wahrheitsbeweis für seine Behauptung an. Magister Heinz Patzelt von Amnesty International Österreich. Ich glaube, dass sehr viel durch Aufklärung möglich ist. Nach wie vor, man darf sich den typischen Folterknecht nicht vorstellen als ein sadistisches, pervertiertes und jeder Menschlichkeit beraubtes Schwein. Der typische Folterknecht in einschlägigen Ländern ist ein netter Familienvater, der seinen Job ordentlich erledigt, seine 6 oder 8 Stunden harte, schwere körperliche Arbeit im Folterkerker leistet und anschließend nach Hause kommt, mit seinen Kindern spielt und vielleicht ein guter Ehemann ist. Und er tut das, weil seine Vorgesetzten ihm jahrelang gesagt haben, das ist notwendig, das ist zwar nicht schön, das brauchen wir jetzt noch einige Zeit, bis wir die Situation im Griff haben, bis wir dieses Terroristenschwein erlegt haben, bis wir diese oder jene Gefahr abgewandt haben. Und
du bist Teil eines guten Systems, wenn du einen schmutzigen Job machst. Das ist die Botschaft, die es zu durchbrechen gilt. Das erreicht man nur, wenn man von oben anfängt, wenn man Regierungschefs, Polizeiministern, Gefängnisleitern klar macht, was ihr hier tut, ist sinnlos, es ist menschenunwürdig, es ist menschenrechtswidrig und es ist ein schweres Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Das muss den Menschen klar werden. Auf der anderen Seite muss man ihnen auch aber die Ressourcen in die Hand geben, dass sie ordentliche Kriminalitätsbekämpfung machen können, ohne glauben zu müssen, in diese Schmutzkiste hineingreifen zu müssen. Das ist die andere Seite, der Kehrseite der Medaille. Es gibt immer wieder Polizeiminister, die damit argumentieren. Ein türkischer Minister hat das vor einigen Jahren noch gesagt. Selbstverständlich können wir von heute auf morgen Folter abstellen, aber dann werden wir alle diese Kriminellen nicht mehr überführen. Ein wichtiges Signal einer funktionierenden Gesellschaft ist, dass in der Kriminalitätsbekämpfung nicht nur auf Urteilen aufbaut, sondern dass sie Beweise sichert. Beweise sichern ist teurer, Beweise sichern ist auch aufwendiger, aber es ist Zeichen eines seriös und ordentlich funktionierenden Rechtssystems. Nicht das herausgeprügelte Geständnis, sondern der sauber gesuchte Fingerabdruck, die ordentlich durchgeführte DNA-Analyse oder was auch immer, ist der richtige Weg, den kriminellen Täter zu überführen. Ich habe aber manchmal den Eindruck, dass es so genau in die andere Richtung einsickert, unter Anführungszeichen, so wie jetzt wieder diskutiert wird in verschiedenen Ländern, die Lockerung von Anti-Folter-Gesetzen. Und auch wenn ich mir populäre Fernsehserien anschaue, wie zum Beispiel 24, ich habe so den Eindruck, da sickert was ein. Es sind zwei Muster, die verbreitet werden und Filme sind eine der Methoden dafür und die politische Argumentation ist eine andere. Einerseits die Behauptung, dass es Ausnahmesituationen geben könnte, wo vielleicht in dieser einen einzigen Situation Folter doch wieder gerechtfertigt wäre. Auch der berühmte Fall Taschen in Deutschland. Wenn der Staat sich auf die Ebene herunterbegibt, Gleiches mit Gleichem zu vergelten, dann bricht der Staat zusammen. Ganz klar muss man sagen, es wird Situationen geben, wo kein Mittel hilft. Wenn der Terrorist XY beschlossen hat, den Menschen XY umzubringen, dann wird man ihn auch mit Folter nicht abhalten können davon. Es ist eine Frage und kein Umgebrachter darf hingenommen werden, das ist auch sehr klar. Es ist aber auch keine Frage, dass wenn der Staat sich auf die Ebene des Terroristen begibt, um ihn möglichst effizient bekämpfen zu können, dass mehr kaputt geht, als damit gerettet wird. Das ist eine unbefriedigende Antwort für das konkrete Terroropfer. Aber ich glaube, es ist ein sehr, sehr wichtiges Prinzip, dass sich Staaten darauf verständigen, wie sie funktionieren wollen und dass sie nicht all das, was in den letzten 50 oder 100 Jahren an Fortschritt im Bereich Menschenrechte erzielt worden ist, aus einer akuten Bedrohungssituation meint, wieder über Bord werfen zu dürfen. Viele der in Horst Hermanns Enzyklopädie des Grauens katalogisierten Foltermethoden sind über eine lange Zeit hinweg aus unterschiedlichsten Gründen entstandene Rituale, die unter dem Schutz eines höheren Ziels ausgeübt werden. Bis heute. Die Ziele haben sich geändert, ohne deshalb an Grausamkeit zu verlieren. Eines ist der heilige War on Terror, unter dessen Patronanz die Forderung nach Aufhebung der Menschenrechte in Ausnahmesituationen immer lauter wird und leider nicht ungehört verhallt. Interessant ist, dass in Österreich Misshandlung gleich stark bestraft wird wie Folter. Das heißt, also das Strafgesetzbuch trifft keine Unterscheidung. Wohl aber ist es auch für jeden Juristen, Juristin und für jede Richterin und Richter klar, dass das eine vom anderen sehr wohl abgrenzbar ist. Wir hatten in Österreich vor einem Dreivierteljahr eine Situation in Dreiskirchen bei der Behandlung eines Asylwerbers, wo wir gesagt haben, das entspricht das, was wir an Informationen bekommen haben, entspricht einem Foltermuster, wie wir es aus anderen Ländern kennen. Da wurden Brandwunden mit Zigaretten zugefügt, um einen bestimmten Zweck zu erreichen und das ist nicht mehr hart an der Grenze, sondern eindeutig jenseits der Grenze. In Summe ist Folter allerdings in Österreich nicht das Problem, das Amnesty so als zentrale Problematik wahrnimmt. Hier sind es manchmal hilflose, manchmal schlecht ausgebildete, manchmal vielleicht auch rassistisch agierende Polizeigruppen, die in der Richtung Probleme haben. Und es sind Vernehmungsmethoden, die nach wie vor nicht gut sind, wenn sie auch durchaus besser sind, als es noch vor 10 oder 15 Jahren war. In Europa kann man so ganz generell sagen, also zumindest in Westeuropa oder im Bereich der EU, ist Folter, wenn dann die große Ausnahme und nicht die Regel. Aber zu behaupten, dass das eine hundertprozentig folterfreie Zone wäre, ist leider auch noch Zukunftsmusik. Wir müssen allerdings wenige Kilometer weit nach Osten gehen, in die Ukraine, nach Weißrussland, um durchaus auf Situationen zu treffen, wo durchaus auch systematische Folter passiert. Und das, was in Tschetschenien passiert, ist also ja eh gar nicht mehr anders klassifizierbar als weit verbreitete, brutalste und schwerste Folter. Und auch die Türkei hat das Problem nicht gelöst, ist aber auf einem ganz guten Weg. Und es gibt in allen drei Kontinenten Staaten, die das relativ ordentlich handhaben und andere, die einfach wenig Rechtsstaatlichkeit oder keine Rechtsstaatlichkeit haben und da immer wieder hineintrappen. Aber auch aus den USA gibt es immer wieder Folterfälle. Wenn man Guantanamo und Abu Ghraib anschaut, dann
dann leben die ganz gut damit, dass sie dieses Problem haben und sagen eigentlich wurscht und pfeif drauf. Das braucht man in der Situation und das machen wir. Das machen wir vielleicht nicht mit amerikanischen Staatsbürgern, aber wir machen es dort, wo wir Ziele durchsetzen müssen. Das Entsetzliche an Folter ist, dass sie wirkt, dass sie billig, preiswert, rasch verfügbar ist. Folter braucht keine tollen technischen Geräte. Jeder Schlagstock, jeder Stein, jedes Lineal ist als Foltergerät mehr als nur geeignet. Und ich brauche nicht an grausliche sexuelle Folter denken, sondern allein der gezielte Schlag und der wiederholte Schlag und der jeden Tag wieder oder alle Stunden wieder angewandte Schlag auf die gleiche Steuerkörperstelle ist etwas, was Menschen geistig und körperlich zerbrechen kann. Man darf sich Folter nicht als etwas unvorstellbar Kompliziertes vorstellen. Wenn ich gesagt habe, Folter wirkt, muss man allerdings auch klar sagen, Folter wirkt im Moment, aber sie wirkt nicht als System. Wäre Folter wirklich ein wirksames Instrument, dann hätten die USA nicht den Vietnamkrieg verloren und werden nicht den Irakkrieg verlieren. Wie man aus Abu Ghraib weiß, die Franzosen würden noch in Algerien sitzen und ähnliches mehr. Also überall dort, wo sichtbar und offensichtlich systematisch gefoltert worden ist, hat es trotzdem nichts gebracht. Und ich glaube, es ist auch wichtig, über die Effizienz von Folter zu sprechen und nicht nur über das menschenrechtliche eiserne Prinzip, dass Folter niemals zulässig sein darf. Brauchen wir vielleicht schon nach wie vor Unterricht in Sachen Humanität? Ich habe nicht das Gefühl, dass dort das Problem sitzt. Junge Menschen haben ein erstaunlich hohes Maß an Sensibilität, auch wenn sie keine spezifische Ausbildung haben, sehr genau zu unterscheiden zu können, was Sache ist und was nicht Sache ist und was geht und was nicht geht. Eher sind die gefährdet, die dann im fortgeschrittenen Alter Diskriminierungsmustern nachlaufen, aller Neger sind einfach anders. Das muss man als Mechanismus verstehen. Folter beginnt im Kopf. Und der allererste Schritt ist Diskriminierung. Wenn ich jemanden foltern und misshandeln will, muss ich ihn erst zu einem Menschen zweiter, dritter, vierter Klasse machen. Und das funktioniert über Diskriminierung. In dem Moment, wo ich aussende, eine Menschengruppe einer bestimmten Hautfarbe ist weniger wert, ist minderwertig, um das ganz klar beim Namen zu nennen, gebe ich auch diese Menschen der Folter preis. Wenn ich sage, Frauen sind einfach bläder als Männer, schwächer als Männer, unbedeutender als Männer, dann gebe ich all den prügelnden Ehemännern das Instrument in die Hand, um Frauen systematisch zu demütigen und zu erniedrigen. Und wenn ich Polizisten sage, politisch die ganze Zeit, Fremde sind gefährlich, Ausländer sind kriminell, dann gebe ich denen die moralische und die soziologische Rechtfertigung in die Hand, mit denen einfach auch anders umzugehen. Das sind die ersten Schritte hin zu Folter. Und danach gibt es keinen wirklichen Damm mehr. Das ist das Entsetzliche. Wenn wir aufhören, Menschen zu diskriminieren, stirbt die Folter von selbst aus. Der Horst Herrmann stellt als problematisch in den Raum, dass wir Folter in einem gewissen Sinn verniedlichen zum Entertainment in Form von Foltermuseen. Foltermuseen haben sehr leicht etwas widerwärtig Voyeuristisches an sich. Das muss man klar erkennen. Auf der anderen Seite ist es, glaube ich, schon auch wichtig, Menschen zu zeigen, wie sich hier ein gesellschaftliches Phänomen über die Jahrhunderte entwickelt hat. Das gab es vor 700 Jahren, das gab es vor 2000 Jahren, das gibt es aber heute genauso. Wenn auch die Mechanismen ein bisschen anders geworden sind, stehe ich dieser Art von Aufklärungsmaßnahme, wenn es denn das Ziel hat, aufzuklären, durchaus positiv gegenüber. Ich glaube nicht, dass man das Thema totschweigen kann, aber bei der Art und Weise der Kommunikation muss man sensibel vorgehen. Ich erzähle in so einem Interview auch nicht die 17 widerlichsten Folterpraktiken, die ich habe, weil das klingt dann sehr rasch nach Sadomaso-Krimi und den Eindruck sollte man nicht erzeugen, weil damit kriegt es irgendetwas Perverses, aber auch Glamouröses. Folter ist grauenhaft, ist widerwärtig und findet nicht in zotigen Bildern statt, sondern teilweise in klinischen Atmosphären und teilweise mit sehr, sehr trivialen und primitiven Mitteln. Den Verdacht einer gewissen Sensationsgeilheit kann das Buch allerdings nicht ablegen. Nicht in einer Gesellschaft, in der Tod und Zerstörung alltägliche mediale Sensationen sind. Herrmanns sachliche und präzise Darstellungsweise, die kein Detail auslässt, nährt ihn zumindest, bis einem ins Unterbewusstsein sickert, dass da kein fiktiver Schrecken beschrieben wird. Keine Gore-Szenen aus frühen Wes Craven und David Cronenberg-Filmen, sondern reale Dinge, die zum Teil heute noch praktiziert werden. Und am Ende weiß man, dass sich jeder Mensch mit Blut beflecken kann und dass es immer Leute geben wird, die mit einem genüsslichen Lächeln im Gesicht auch bereit sind, es zu tun. Geschichte ist ein Albtraum, aus dem keiner von uns entrinnen kann, heißt es in C.G. Jungs Odysseus. Die lange und anhaltende Tradition der Folter ist einer von vielen Beweisen dafür. Die Folter, eine Enzyklopädie des Grauens von Horst Herrmann, erschienen im Eichborn Verlag. Ja, hallo, schönen guten Abend bei Crop FM. Das war jetzt ein Beitrag mit Heinz Patzelt, dem Generalsekretär von Amnesty International Österreich. Und weiters ist es auch gegangen um das Buch von
Professor Horst Herrmann über die Folter. Ja, der Herr Professor Herrmann sollte jetzt eigentlich in der Leitung geschaltet sein. Können Sie mich hören? Ich kann Sie hören, wenn auch ein bisschen undeutlich. Dann bemühe ich mich deutlicher zu sprechen. Ich hoffe, es geht so. Wenn Sie vielleicht näher ans Mikrofon herangehen. Das ist leider Gottes die Technik. Näher kann ich jetzt nicht mehr. So verstehen Sie mich aber. So verstehe ich Sie, ja. Super. Okay, Sie haben ein Buch, eine Enzyklopädie über die Folter geschrieben, in der alle Foltermethoden mehr oder weniger aufgelistet sind. Wie kommt man auf die Idee, so ein Buch zu schreiben? Es ist keine leichte Entscheidung. Aber ich habe nach 40 Büchern, die ich geschrieben habe, mich auch mit diesem Thema befassen wollen, weil ich es nicht im Dunkeln belassen wollte, so im Halbseidenen, irgendwo in der Gosse, dass man also von mir aus auch exklusiv in der Sadomaso-Szene drüber spricht oder bei Leuten, die halt mal gern, sag mal, der kleine Heimfolterer sich damit beschäftigt. Es sollte wissenschaftlich sein, erstmals, übrigens weltweit. Und es sollte ein Buch sein, das eine bestimmte, wie soll man sagen, auch wissenschaftliche, interdisziplinäre Forschungsrichtung einleitet. Das klingt sehr hochgestochen, ist es aber nach meiner Auffassung nicht. Wir müssen endlich uns mal darüber einigen, dass man mit allen möglichen Disziplinen, Rechtswissenschaften, Soziologie, Psychologie, Geschichtswissenschaften und Anthropologie, ganz wichtig, sich darüber einig wird, dass es so etwas geben muss wie eine Lehre, eine wissenschaftliche von der Folter. Ich nenne das Trochologie vom griechischen Trochos, das Rad, die Folter. Also eine Lehre, die endlich einmal seriös und bis ins Detail genau das darstellt, was wir alle nur so vom Hörensagen wissen oder aus bestimmten Medien. Herr Professor Herrmann, und wie ist es Ihnen persönlich damit gegangen, also emotional damit gegangen, sich permanent mit diesen ganzen Foltermethoden zu beschäftigen? Weil ich denke mir, das ist schon ein sehr problematisches Thema, das einen emotional durchaus mitnehmen kann. Ja. Und gerade, weil Sie das Ganze so akribisch und so detailgetreu beschreiben. Ja, also die Wissenschaft, von der ich gerade sprach, hat zur Voraussetzung, dass seriös, empirisch, detailgetreu, sachlich, cool geschrieben wird. Man kann ein solches Buch nicht einfach nur mit Empörungsappeal schreiben, mit Betroffenheit, sondern je cooler, so merkwürdig das klingen mag, desto besser. Und sonst ist ein seriöser wissenschaftlicher Zugang zu diesem sehr heiklen und heißen Thema nicht möglich. Dennoch, ich bestätige das, was Sie sagen, es ist eines der heikelsten und emotional beladensten Themen, das jemand angreifen kann. Ich bin hier oft gesessen beim Schreiben des Buches und habe gedacht, wozu das Ganze? Warum tue ich mir das an? Es ist ja nicht leicht, also über 400 verschiedene Foltermethoden, die auf der ganzen Welt angewandt werden, zu sammeln und in einen halbwegs verständlichen Text zu bringen, ohne dass man persönlich in seinen Emotionen, in seinem Herzen, in seinem Gemüt angegriffen ist. Es gibt mit Sicherheit leichtere Themen, auch in der Wissenschaft, die einen nicht so schlimm angreifen wie genau dieses Thema. Hat man Ihnen auch den Vorwurf quasi der Sensationsgeilheit gemacht, wenn man sich nämlich zum Beispiel die Rezensionen... Tut mir leid, ich höre nicht. Hören Sie gar nicht jetzt im Moment? Nein. Hallo? Ist gestört. Hören Sie jetzt wieder was? Jetzt höre ich. Okay. Dann wiederhole ich die Frage nochmal. Hat man Ihnen irgendwann einmal den Vorwurf so gemacht, dass das Buch ein bisschen sensationsgeil oder so ist? Denn wenn man sich durchliest, die Rezensionen, die zum Beispiel bei Amazon Deutschland sind, da sind die Meinungen eigentlich sehr polarisiert. Ja. Einerseits von einem Buch, warum schreibt man es, bis hin, ja, der will ja eigentlich nur irgendwo mitschwimmen. Ja.
zum Mitschwimmen. Das Buch war längst geschrieben, nämlich vor 3 Jahren, als man von den Vorgängen im Irak noch keine Ahnung hatte. Das ist also kein Schnellschuss, das kann er ja auch nicht sein bei einem so wichtigen Thema. Also das zum Thema oder zum Vorwurf Mitschwimmen. Das wäre wirklich zu billig, gerade bei einer so wichtigen Materie, da sich jetzt da nach oben hinzusetzen und zu sagen, ich schreibe mal ein bisschen was. Ich bin seit über 10 Jahren mit dem Thema als solchem befasst. Ich habe beispielsweise ein Buch gemacht in den 90er Jahren, damals bei Bertelsmann in München erschienen, Passion der Grausamkeit, Zusammenhänge von Leidenschaft, also Passion, und Grausamkeit von Sexualität und Folter und Gewalt und so weiter. Also das ist schon länger in der Pipeline. Dass das Buch, wie man aus Rezensionen sehr schnell erkennen kann, die Menschen polarisiert, ist eine Selbstverständlichkeit. Ich habe oft gedacht, wenn ich jetzt ein Rezensent wäre und ein solches Buch rezensieren müsste, könnte ich eigentlich nicht über meinen Schatten springen. Ich müsste mehr oder weniger sagen, so bitte nicht. Das ist zu blutrünstig, das ist zu detailliert, das ist also, um Ihr Wort aufzugreifen, sensationsgeil und. Ich glaube, Rezensenten aller Zeitschriften, es ging ja von der Zeit bis über die Welt und Frankfurter Allgemeine und also sehr bedeutende deutsche Zeitungen haben sich damit auseinandergesetzt. Was soll ein Rezensent schreiben? Er kann sich ja nicht hinsetzen und sagen, super, super, auf das Buch haben wir immer schon gewartet, endlich wird er mal Folter erklärt und so. Er muss immer ein Ja und Nein nennen, sodass Polarisierungen in der Natur der Sache liegen. Mhm. Ich darf vielleicht in dem Zusammenhang Nietzsche zitieren, der sagt, gute Bücher machen die Leser ehrlich, weil sie Liebe und Hass hervorlocken, die wahren Gefühle hervorlocken. Und gegenüber einem solchen Thema und einem solchen Buch kann man weder als Autor noch als Leserin und Leser neutral bleiben. Man wird sich immer, wenn man es gelesen hat, wenn es auch nur 10 Seiten sind, wenn man dann nicht mehr kann, das kann ich gut verstehen, man muss sich entscheiden, so nicht oder ja, endlich. Aber vielleicht jetzt nochmal zurück zu Ihnen als Autor. Inwieweit verändert für Sie der dauerhafte Umgang mit dieser Thematik eigentlich Ihre eigene Sichtweise und die ständige Präsenz dieses Themas? Oder inwieweit hat das einen Einfluss eben auf Ihre persönliche Perspektive, jetzt abgesehen von der, so wie Sie gesagt haben, natürlich der sachlichen Herangehensweise? Ja. Ich weiß, dass ich jetzt ein heikles Feld betrete, wenn ich sage, zum ersten Mal bin ich froh, dass ich ein Mann bin und keine Frau. Ich habe sehr viel über das Thema geschlechtsspezifische Zusammenhänge in patriarchalen Gesellschaften geschrieben. Ich habe sehr viel mit Doktorandinnen, mit Studentinnen über das Thema Folter gesprochen und habe immer wieder festgestellt, Frauen sind nach der heutigen Lage jedenfalls fast nicht in der Lage, ein solches Buch zu schreiben, geschweige denn damit umzugehen oder es zu lesen. Das ist da gar kein Vorwurf. Aber ich habe von Dutzenden von mir persönlich bekannten Frauen gehört, schon der Titel reicht mir, ich schlage es nicht auf, ich werde es nie lesen. Also Sie meinen in dem Sinn, dass es Frauen emotionaler wesentlich mehr mitnimmt? Ich nehme das an. Ich habe persönlich gedacht, bei der Vorbereitung des Buches, beim Schreiben des Buches. Es ist vielleicht gut, dass ich im Lauf der Jahre, ich bin ja nicht mehr der Jüngste, dass ich im Lauf der Jahre eine gewisse Kühlheit im Schreiben
von Themen erlangt habe. Ich habe in meinen ersten Büchern, so 1970, in der Zeit, habe ich sehr engagiert mich für bestimmte heiße und heikle Themen eingesetzt. Ein Rezensent schrieb die Tage, ich sei jemand, der auch dann genau hinzuschauen verstünde, wenn es weh tut. Das habe ich immer schon so gehalten. Und mit der Zeit erlangt man, im wahrsten Sinn des Wortes, Mann mit zwei N, vielleicht, wenn er sie noch nicht von Anfang an hat, eine bestimmte Distanz zu den Themen, die er behandelt. Ich will jetzt nicht sagen, dass Frauen grundsätzlich emotionaler an ein solches Thema herangehen. Ich habe nur meine Erfahrung wiedergegeben, dass viele Frauen, zwar nicht wenige, mit denen ich drüber sprach, die ich seit langem kenne, meine eigene Frau eingeschlossen, mir sagten, das Buch ist recht und gut, aber ich kann es nicht aufschlagen. Mhm. Ich habe übrigens aus eben dem Grund dem Verlag widersprochen, der das Buch auch noch bebildern wollte. Ich sagte, das geht noch weniger. Es ist ein derart heikles Thema, dass ich nicht noch Bilder dazu haben möchte, damit die Voyeure bedient sind. Es reicht mir auch so. Nur, nochmals, erstmals bin ich froh, was Wissenschaft betrifft und was solch eine Auseinandersetzung betrifft, relativ cool gewesen und geblieben zu sein. Mhm. Es wäre unmöglich, ein solches Buch nur aus Betroffenheit zu schreiben. Ich habe zwar bei jedem einzelnen Stichwort, auf jeder einzelnen Seite, genau zwischen Opfer und Täter unterschieden. Ich habe immer auch Partei für die Opfer ergriffen, von Anfang bis zum Schluss. Ich habe auch darauf hingewiesen, dass die Täter meistens auf Seiten der Männer, die Opfer auf Seiten der Frauen sind. Und dennoch, ohne eine gewisse Distanz zum Thema lässt sich ein solches Buch nicht über 10 Seiten hinausschreiben. Mhm. Ja, weil Sie gerade die weibliche Seite in dem Sinn angesprochen haben. Also ich kenne das von mir persönlich, als ich das erste Mal die Bilder des Leng Chees, also der Folter der 100 Teile, gesehen habe. Und das war vor mehr als 10 Jahren. Und ich bin mittlerweile draufgekommen, nachdem ich mir diese Bilder sehr oft zu Gemüte geführt habe, dass eben genau das passiert ist, wovon Sie gerade gesprochen haben. Je mehr man oder je öfter man sich diese Bilder ansieht, umso mehr Distanz bekommt man, weil man vielleicht, sagen wir mal so, weil dieser Schrecken oder dieses Grauen in dem Sinn wegfällt, weil man es anfängt, eben immer wissenschaftlicher zu und sachlicher in dem Sinn zu analysieren. Also jetzt vielleicht nur als eine weibliche Meinung dazu, weil ich mich halt auch schon seit mehr als 10 Jahren damit beschäftige. Also ich möchte das nicht geschlechtsspezifisch abhandeln, nur geschlechtsspezifisch. Das ist klar. Sagen die armen Frauen und so. Ich habe, was das betrifft, wie gesagt, genug geschrieben. Bin lange als der einzige bundesdeutsche Feminist bezeichnet worden. Ich brauche da nichts mehr dazu zu sagen. Nur, Distanz ist beim Schreiben wie beim Lesen eines solchen Buches nötig. Wir können nicht nur mit Betroffenheit auf das reagieren, was tagtäglich in Sachen Folter auf der Erde passiert. Das geht nicht. Wir müssen zwar betroffen sein, und ich würde mir wünschen, dass viel, viel mehr Menschen von einer solch grässlichen Alltäglichkeit betroffen sind, aber betroffen sein allein schlägt den Tätern die Folterwerkzeuge nicht aus der Hand. Es muss handfester sein, politischer, wissenschaftlicher, wenn Sie so wollen, politischer, in den Medien und so. Mit Betroffenheit allein kann man in der heutigen Medienkultur meiner Auffassung nach so gut wie nichts mehr erreichen. Wenn Sie Weil endlos
Die eine Katastrophe löst die andere ab, es wird gespendet, völlig in Ordnung. Aber ob Strukturen dann geändert werden, hängt davon ab, wie distanziert und nüchtern und rational dann diejenigen handeln, die dafür sich berufen sehen. Wenn Sie von der heutigen Medienkultur sprechen, einerseits haben wir die Betroffenheit, andererseits kommt mir allerdings wieder vor, dass im Unterhaltungsbereich zum Beispiel Foltermechanismen irgendwie einsickern in eine Unterhaltungslandschaft. Wenn man sich zum Beispiel ansieht, Fernsehserien wie zum Beispiel 24, die zweite Staffel, da ist es mehr oder weniger als legitim erklärt worden, dass ein Täter gefoltert wird, um eine Information herauszugeben. Und das wird dem Publikum dann unter dem Aspekt verkauft, es ist ja zum Wohle aller. Also ich habe manchmal den Eindruck, da sickern verschiedene Mechanismen ein. Wie sehen Sie das? Das gibt eigentlich nur das wieder, was ich Alltäglichkeit nenne. Wir haben uns gesellschaftlich und wohl auch individuell darauf geeinigt, dass Folter etwas ist, was nicht vorkommt. Folter ist A von der UNO und von allen möglichen Institutionen geächtet. Alle Staaten, die etwas auf sich halten, haben diese Ächtung mitgetragen. Kein Staat wird heute sagen, wir foltern. Wir haben uns auch darauf geeinigt, alles, was mit Folter zusammenhängt, irgendwo ins Mittelalter abzuschieben, wo die Leute noch nicht so tolle Menschen waren wie wir heute. Aber wir haben bei den ganzen Verdrängungen übersehen, dass Folter eine Alltäglichkeit unseres Lebens ist, und zwar weltweit, dass in über 100 Staaten der Erde gefoltert wird. Amnesty International hat immer wieder darauf hingewiesen, und ich stütze mich ja ganz stark drauf. Und die Frankfurter Allgemeine hat ja in ihrer Rezension über mein Buch gesagt, es werde Amnesty viele neue Mitglieder zuführen, weil zum ersten Mal aus diesem Halbdunkel des Verborgenen, Verdrängten, Verschwiegenen herausgeholt wird, was wirklich geschieht. Und was wirklich geschieht, ist beispielsweise, um auf Ihre Frage einzugehen, auch in den Medien etwas selbstverständlich Wiedergegebenes. Ich habe so den Eindruck, was Medien betrifft, nicht alle, aber manche, die warten nur drauf, bis irgendwo sich eine Tür öffnet oder eine Schranke sich hebt, um dann auch das Thema entsprechend abzuhandeln. Hinzu kommt folgende Überlegung. Wir hatten das ja im Fall Daschner hier in Frankfurt. Sie haben das aus einer Medienserie genannt. Es gibt Untersuchungen, Umfragen, dass die Mehrheit der Bevölkerung durchaus für Folter ist, ebenso wie für Todesstrafe. Ob man dem nun noch eine Begründung anfügt, nämlich, man könne durch Anwendung von Folter bestimmte Täter dazu veranlassen, zu gestehen, ist eine für meine Begriffe zweitrangige Frage. In den USA wird an Universitäten schon lange diskutiert, noch bevor es den Irak gab, lange diskutiert, ob die Anlage des Menschen halt nicht auf Folter und Gewaltanwendung hinziele und ob man nicht in bestimmten gesetzlich umschriebenen möglicher Formen Folter anwenden dürfe. Das ohnehin in der Natur des Menschen liege, wenn es darauf ankäme, Gewalt anzuwenden, warum soll hier ein Tabu aufrechterhalten werden? Das mündet eigentlich in diese Frage, und zwar, wenn man jetzt einmal sagt, Folter und Lust an der Qual
Inwieweit kann man jetzt aus einem soziologischen Blickwinkel Folter an sich als, ja, als Grund auf wirklich als menschliches Verhalten beziehungsweise als menschliche Verhaltensweise betrachten, die eigentlich normal ist, die zu uns gehört? Dass Gewalt zur Anlage des Menschen gehört. Gewaltbereitschaft, das ist nicht nur anthropologisch eigentlich keine Frage mehr wert, sondern auch soziologisch, dass eine solche Gewalt sich vergesellschaftet, ist historisch dutzendfach belegt, auch vielleicht aktuell belegt. Es ist ja nicht so, als würden wir aufs Weltganze gesehen, unter dem Stichwort Globalisierung, nur reine, lautere, demokratische Staaten kennen. Es gibt unter uns, wie immer man die nennen möchte, genug Staaten, die an Tyranneien, an Diktaturen grenzen oder solche sind, wo Gewalt institutionalisiert ist, strukturell verankert ist, zur Staatsphilosophie gehört. Das ist eine ganz große, in Anführungszeichen, Selbstverständlichkeit. Also es ist nicht so, als müssten wir auch anthropologisch oder auch soziologisch Gewalt erst zum Menschsein hinzudenken, als etwas, was dem Menschen eigentlich völlig fremd ist. Sigmund Freud hat einmal gesagt, wenn ich mich recht erinnere, das, was von unseren Ahnen und Vätern auf uns aus einer sehr dunklen Vergangenheit überkommen ist, ist Schrecken genug. Wir ahnen nur, dass wir alle von Mördern und anderen Verbrechern abstammen. Wer hat eigentlich früher gemordet? Wer hat sich gegenseitig erschlagen, gefoltert, aufgegessen? Es gibt ja hunderte von Beispielen, die ich auch in meinem Buch habe. Sind das immer nur die Ahnen anderer, der bösen Nachbarn oder ich weiß nicht wo? Wer von uns hat schon überlegt, wie die eigene Ahnenreihe ist? Je weiter wir zurückgehen, desto mehr werden wir erleben, wie viel Gewaltbereite und wirklich gewalttätige Menschen in uns stecken. Mhm. Mhm. Und wie ist jetzt ganz im Speziellen nochmal zurück zu dem, also in Bezug auf die Lust an der Qual, inwieweit jetzt wirklich jedes, also nicht jedes Individuum oder sagen wir mal spezielle Individuen, speziell oder manche Menschen ganz einfach unglaubliche Lust daran empfinden, jemanden anderen zu quälen. Das kann man ja dann durchaus, man kann ja so weit gehen, dass es sich bis in die sexuelle Lust, also eben gerade Georges Bataille, der sich das ganz im Speziellen damit beschäftigt hat. Inwieweit ist das etwas durchaus jetzt wirklich Menschliches, jetzt wirklich aus der globalen Sicht zur wirklich sehr individuellen Sicht oder der Sicht aufs Individuum hinbezogen? Da muss ich ausweichen und sagen, was ich, oder nochmal wiederholen, was ich anfangs gesagt habe, wir wissen in Sachen Folter viel zu wenig. Es gehört zu den großen verdrängten Tatbeständen, dass wir über das, was Jahrtausende hindurch geschehen ist, weder historisch noch anthropologisch noch soziologisch, psychologisch, juristisch wirklich viel wissen. Das hängt damit zusammen, dass das kein Forschungsgegenstand war, jedenfalls keiner, der eine eigene Disziplin hatte, eine eigene Forschungsrichtung. Es gab da mal ein Buch, aber wir wissen so gut wie nichts darüber. Ich weiche, wenn Sie so wollen, Ihrer Frage aus, indem ich sage, ich kann das nicht belegen, weil es so gut wie nichts gibt. Es gibt zwar verschiedene Ansätze, die dafür sprechen, dass es Gewaltbereitschaft und ausgeübte Gewalt bei allen Menschen gibt. Ich bringe da gleich ein Beispiel. Die sogenannte, wie ich es nenne, Erziehfolter. Ein ganz heikles Thema. Mhm. In der Pädagogik, in der patriarchalen Pädagogik, wo die Väter das Sagen hatten, und die Mütter, die berühmten Agentinnen dieser Vatergewalt waren, wurden Kinder und werden zum Teil bis heute zum Gehorsam erzogen. Das liebe Kind ist immer ein gehorsames Kind. Das Kind ist immer
wenn es den Eltern gefallen soll, auf Dauer gefallen soll, ein sogenanntes pflegeleichtes Kind. Mhm. Und wann ist das Kind pflegeleicht? Wenn es in Anführungszeichen erzogen ist. Das Problem, inwiefern ein Kind physisch und psychisch gefoltert wird im Laufe des mehrjährigen Erziehungsprozesses, wird ganz am Rande angesprochen. Das ist, ich sage es so, dass manche Leute das für übertrieben halten werden, aber ich sage es dennoch, das ist gleichsam eine legalisierte Folter. Kinder werden legalisiert, weil kein Mensch drauf achtet, psychisch und manchmal auch handgreiflich in der sogenannten direkten Pädagogik gezüchtigt und, wenn Sie so wollen, mit allen möglichen Instrumenten, die ich als Foltergeräte bezeichne, und mit allen möglichen Methoden, die ich als Foltermethoden bezeichne, in Anführungszeichen erzogen. Es gibt zwar Nachweise über Kindesmissbrauch, aber wir denken bei diesem Missbrauch ja immer an den Sechswellenmissbrauch. Für meine Begriffe ist das eine, wenn auch sehr wichtige, aber doch nur kleine, vergleichsweise kleine, ein kleiner Ausschnitt aus dem, was Kindern weltweit Tag für Tag geschieht. Weil Erziehung weltweit sehr häufig eine gewalttätige und gewaltbereite Erziehung ist. Der Willen des Kindes soll gebrochen werden. Es soll pflegeleicht werden, es soll das tun, was Eltern von ihm haben wollen. Niemand von uns, sage ich, auch selbstkritisch, nimmt sich davon aus. Wir können es, wir wollen es vielleicht doch nicht. Das pflegeleichte Kind, ich sage es nochmal, ist das Beste, das Angenehmste für alle Eltern. Und wer mir sagt, das ist nicht so, der heuchelt. Punkt. Diese ganz alltägliche, legalisierte Gewaltanwendung kann man, und ich tue das, Folter nennen, Erziehfolter. Davon wird überhaupt nicht gesprochen. Aber das Verhältnis zwischen Eltern und Kindern besteht zu wesentlichen Teilen in der Tatsache, dass die einen über die anderen zu bestimmen haben und dass die sogenannten Kleinen das entgegenzunehmen haben, was elterliche Erziehung für sie als das Beste vorgibt. Mhm. Wenn wir mal anfangen, diese Art von Gewaltausübung wirklich zu durchdenken, dann kann es einem nur grausen, was wir selber für eine Erziehung genossen haben und welche wesentlichen Kategorien dieser gewaltbereiten Erziehung wir an die eigenen Kinder weitergeben. Und auf diesem Hintergrund bringt es relativ wenig, mit den Fingern auf irgendwelche Diktatoren zu zeigen und zu sagen, schaut mal, was macht ihr da für schreckliche Dinge. Wir müssten auf uns selber weisen und auf diesen Prozess der Erziehung, den wir unseren Kindern, die wir zwar verbal für das Tollste ansehen, das es überhaupt gibt, was wir denen antun. Entschuldigung. Das Gleiche gilt, wenn ich das nur anfügen darf, auch für die sogenannte Tierfolter. Wer von uns hat überhaupt sich schon wirklich Gedanken darüber gemacht, dass Tag für Tag Hunderttausende von Tieren eine Gewaltbereitschaft von Menschen erfahren, die man eigentlich nur mit Folter umschreiben kann? Mhm. Instrumentalisiert im Endeffekt, oder? Gerade in Bezug auf Tiere. Bitte? Ich habe gesagt, instrumentalisiert, gerade in Bezug auf Tiere, nachdem Sie das gerade angesprochen haben. Ja. Ja.
Ja, ich wollte ursprünglich eigentlich fragen, wo beginnt Folter und wo endet sie nicht, so wo, aus Ihrer Sicht heraus, aber das ist eigentlich so, wie Sie das jetzt geschildert haben, kann man das eigentlich gar nicht, kann man Folter eigentlich gar nicht klar abgrenzen. Bei Amnesty versucht man es immer so abzugrenzen, dass irgendeine Intention dahinter steht, wenn von Folter gesprochen wird, jemanden zu etwas zu zwingen, zu etwas zu bestimmten. Also es gibt genug Versuche einer Definition von Folter. Ich habe mich natürlich, wie sich das für ein Lexikon der Folter gehört, auch um eine Definition bemüht. Ich trage die mal vor. Die systematisch und bewusst vorgenommene, meist aber von Willkür bestimmte, wenn auch von der jeweiligen Gewalt und der Justiz als Herrschaftsmittel legitimierte, nicht strafverfolgte, in demütigenden, menschenverachtenden Formen erfolgte Zufügung von psychischem oder physischem Schmerz durch Menschen gegenüber anderen Menschen, um die Absichten der einen gegen den Willen der anderen durchzusetzen. Das ist jetzt natürlich eine abgelesene, ich gebe das gern zu, Definition, die man Wort für Wort aufgreifen, durchkauen könnte und müsste. Entscheidend scheint mir, dass es nicht nur individuelle Folter gibt, sondern auch und gerade staatlich legitimierte und institutionell verankerte Foltermethoden, heißt in menschenverachtenden Formen, Zufügung von Schmerz und jetzt das Entscheidende durch die einen Menschen gegenüber den anderen, um die Absichten der einen, zum Beispiel Geständniserpressung, Wahrheitsfindung, Verhör, Vorbereitung zum Verhör, denken Sie an Irak, also die Absichten der einen Menschen gegen den Willen der anderen durchzusetzen, zur Brechung von Eigenwillen des anderen Menschen. Wenn Sie diese zugegebenermaßen sehr weite Formulierung akzeptieren, Brechung des Eigenwillens des anderen Menschen, Zufügung von Schmerz, psychisch, physisch, dann können Sie das eben etwas ausführlich behandelte Thema Pädagogik und Kindererziehung sofort subsumieren. Das ist übrigens keine Erfindung von mir, sondern das ist eine Sache auch des 18. Jahrhunderts, der Pädagogik des 18. Jahrhunderts, wo alle großen Pädagogen davon ausgegangen sind, dass Erziehung damit zu tun hat, den Eigenwillen des Kindes zu brechen. Wie ist es jetzt dann beim erwachsenen Menschen? Bringen wir jetzt wirklich so die Veranlagung mit oder muss man über eine bestimmte Schwelle drüber springen, wenn man jetzt jemanden quälen soll? Gibt es Leute, die ganz einfach das lustig finden? Ich bin der Auffassung, dass es eine gewisse Anlage gibt. Vielleicht ist die generell da. Wir hüten uns, darüber wirklich uns Gedanken zu machen. Weil wenn man in den Abgrund des Menschseins auf diesem Gebiet blickt, es einem nur grausen kann, individuell wie gesellschaftlich. Also das mal zur Frage der Anlage, die wir wahrscheinlich mitbringen. Auch die von der Frau Altendorfer angesprochene Lust am Quälen. Da bin ich mir auch nicht sicher, ob es die nicht doch weit verbreitet bis allgemein gibt. Aber es gibt mit Sicherheit auch Schwellen der Scham, der Zurückhaltung, diese Anlage in die Tat umzusetzen. Um nun diese Schwellenangst, diese Schamschwelle überschreiten zu helfen, gibt es sogenannte Folterschulen, in Lateinamerika, in den USA hat es das gegeben, gibt es wahrscheinlich immer noch, in Griechenland, in der Obristendiktatur hat es das gegeben, da sind wir relativ gut drüber informiert. Diese Folterschulen wollen
bei Menschen, die das nötig haben, eine Desensibilisierung herbeiführen. Heißt, die sollen nicht mehr sich so anstellen, wenn sie jemand anderen quälen und foltern, sondern die sollen weniger sensibel mit dem anderen umgehen. Also Desensibilisierung heißt das Folterstichwort. Nun gibt es aber unbestritten auch Menschen, die relativ wenig Desensibilisierung brauchen. Man hat sich schon Gedanken darüber gemacht, ob es bestimmte Haupttypen von foltergeneigten und in foltertätigen Menschen gibt. So beispielsweise der berühmte, immer wieder zitierte Sadist, der seine Handlungen, auch Handlungen lustvoll ausreagiert, auch und gerade in sexuellen Bezügen, der sich auch von Institutionen angezogen fühlt, die ihm eine Chance bieten, dass er foltern darf. Gibt's ja. Er neigt auch dazu, außerhalb seiner Dienstzeit bei einer solchen Institution und über diese hinaus zu foltern. Freiwillig und lustvoll. Irgendwie, würde ich sagen dann. Ja? Aber ich habe mir jetzt gerade noch dazu überlegt, ich meine, weil Sie gerade vorher über Kindererziehung etc. gesprochen haben, so ist man ja dann wiederum durchaus geneigt, dass man sagt, jetzt eben wieder das geprügelte Kind, beziehungsweise eben vielleicht, es gibt ja auch genug Eltern, die lustvoll prügeln oder lustvoll foltern, wenn man das jetzt so nennt, dass ja dann, dass man sich unter Umständen natürlich dadurch, dass man jetzt zuerst dem Kind seinen eigenen Willen gebrochen hat, dass sich der oder diejenige oder dieses Kind dann natürlich unglaublich gut zum zukünftigen Folterknecht in dem Sinn entwickeln kann. Ist zwar jetzt eine sehr weit hergeholte These in dem Sinn oder Hypothese, aber ich meine... nicht. Ja. Also ich hatte ja jetzt vier Haupttypen genannt und war beim ersten beim Sadisten, der zweite ist der sogenannte Gehorsame und das trifft das, was Sie sagten, wer als Kind schon zum Gehorsam erzogen worden ist. Und wer gelernt hat, dass Gehorsam in der elterlichen Pädagogik ein Gebot der Selbsterhaltung ist, heißt, ich kann nur ein liebes Kind sein, wenn ich gehorsam bin, der neigt dazu, blind zu gehorchen und ein ganzes Leben auf diesem anerzogenen Gehorsam zu gründen. Er verfügt kaum über eine, wie soll man sagen, über eine autonome Steuerung, sondern wird von einem gewissen Über-Ich gesteuert und versucht dann, das vielleicht auch in Folterung weiterzugeben. Berühmtes Beispiel wieder die sogenannte Väterreihe, das heißt, viele Menschen sind von ihren Vätern geprügelt worden und statt dass sie nun diese Reihe des Prügelns abbrechen, diese Tradition, prügeln sie ihre eigenen Kinder weiter. Das ist ja eine Tatsache, die in jeder erziehungswissenschaftlichen Studie bekannt gemacht ist. Geschlagene Kinder schlagen ihre Kinder wieder. Genau, und so weiter und so fort. Das in der ganzen, Ein weiteres Beispiel, um nochmal zur Folterpsychologie zu kommen, ist zum Beispiel der Minderwertige, der versucht, die eigenen Komplexe durch Grausamkeit zu kompensieren. Er hat ein Gefühl der Macht, wenn er andere Menschen quälen und foltern kann. Das war beispielsweise oder ist leicht zu belegen in narzisstischen und faschistischen Zusammenhängen. Wir wissen das ja immer wieder, dass die sogenannten Durchschnittsmenschen in Auschwitz durchaus in der Lage waren zu foltern und zu töten, weil sie selber sich zurückgesetzt gefühlt haben und es denen jetzt zeigen wollten, die eine bestimmte Diktatur ihnen als Feindbild vorgestellt hat.
Also eine diskriminierte Gruppe in dem Sinn. Bitte? Eine diskriminierte Gruppe. Ja, eine diskriminierte, ausgegrenzte Gruppe, die theoretisch zum Feind gemacht wurde. In dem Zusammenhang kann ich vielleicht nur sagen, Foltern beginnt ja nicht mit den Händen, sondern Foltern beginnt im Kopf. Ich muss zunächst mental bereit sein, andere Menschen für folterwürdig in Anführungszeichen zu betrachten, als folterwürdig zu betrachten, als Untermenschen, als Menschen, die jeweils unter mir stehen und denen ich Leid zufügen kann, nicht zuletzt, das wird ganz selten so gesehen, nicht zuletzt, um sie zu besseren Menschen zu erziehen. Das ist ja nicht so, dass Foltern nur so, wie soll man sagen, verengt, in verengter Perspektive sich beziehen müsste auf Quälen und Geständniserpressung, sondern Foltern hat weithin auch damit zu tun, aus angeblich bösen Menschen bessere Menschen zu machen. Das ist eine der Grundbefindlichkeiten und das Unwürdige einer Welteinrichtung, wie wir sie haben, dass mit Hilfe von Gewalt und Strafe versucht wird, das Reich der Bösen auszurotten und aus bösen Leuten, wenn es überhaupt geht, bessere zu machen und, wenn es nicht geht, sie zu foltern oder zu töten. Da fällt mir ein gutes Beispiel aus der Filmwelt ein, und zwar Papillon. Ja. Und da wird genau das, was Sie jetzt eben gesagt haben, ja, also meiner Meinung nach sehr, sehr gut dargestellt. Ja. Also wo es eigentlich ganz grundsätzlich darum geht, okay, wir weisen euch jetzt aus Frankreich und werden eigentlich nur noch euren Willen brechen. Und ihr seid diskriminierte Menschen einerseits, andererseits, ihr sollt euch aber bessern. Ihr werdet aber niemals wieder in diese Gesellschaft eingegliedert. So. Das ist natürlich ein zweischneidiges Schwert, das ist schon klar. Aber die Ausgrenzung, ich habe das unter dem Stichwort Heimatfolter behandelt in dieser Enzyklopädie. Heimatfolter soll heißen, Menschen werden nicht erst in Frankreich mit Papillon zusammen irgendwo auf eine abgelegene Insel, wo der Pfeffer wächst, verbannt. Das gibt es ja, also das ist eines der archaischen Grundmuster des Folterns, dass man versucht, Menschen aus ihrer Heimat, aus ihren angestammten Milieus, Zusammenhängen, Bekanntschaften, Freundschaften, Verwandtschaften auszugliedern und sie irgendwo weit weg zu schicken. Zum Beispiel in Island, wo die sogenannten Verbrecher für friedlos erklärt wurden und irgendwo in die Wüste geschickt wurden, was einer Todesstrafe gleichkam. Die Hauptsache war, sie dadurch zu foltern, zu quälen, dass man sagte, ihr seid ausgegrenzt, ihr habt mit der Gruppe der Guten nichts mehr zu tun. Das hatte eine religiöse Überhöhung Jahrhunderte hindurch. Entfernt den Übeltäter aus eurer Mitte, heißt im Alten Testament. Das Neue Testament übernimmt das. Entfernt den Übeltäter aus eurer Mitte, damit Gott euch wieder lieb hat. Genau. Muss der Böse raus. Und wenn ein Mensch so zum Untermenschen, zum ausgegrenzten Menschen gestempelt ist, wenn er von denen, die in einer Gesellschaft soziologisch betrachtet die Definitionsmacht haben, wenn er von denen als ein Mensch zweiter oder dritter Klasse definiert ist, dann ist er grundsätzlich gefoltert und grundsätzlich getötet. Ja, die Sendung nähert sich leider dem Ende. In 4 Minuten ist es vorbei. Was ich zum Beispiel fürchterlich finde, auch in dem Zusammenhang, ist, dass es in manche Staaten gibt, wo Folter völlig normal ist, und zwar auch für die Gefolterten selbst zu einem Teil, so wie mir das auch von Amnesty International geschildert wurde, dass die Methoden sowohl für Anwälte, die Folteropfer verteidigen, wie auch für die Gefolterten in dem Sinn eine gewisse Normalität darstellen, weil sie hätten sich ja nicht gegen die Regeln verhalten müssen. Wie weit können Sie da was dazu sagen?
Hallo? Ja, ich habe also die letzte Minute überhaupt nichts mehr gehört. Ach so, hören Sie mich jetzt? Das wusste ich nicht. Hören Sie mich jetzt, das ist die Technik hier. Hören Sie mich jetzt? Jetzt höre ich Sie wieder besser. Okay. Ich habe nur gesagt, was ich fürchterlich finde, ist eigentlich, dass es Staaten gibt, wo es auch den Gefolterten selbst ganz normal vorkommt, dass Folter praktiziert wird. So in diesem Sinn, wie mir das von Amnesty International geschildert wurde, sie haben sich dann eben gegen die Regeln verhalten. Es ist so ähnlich wie mit der vergewaltigten Frau, die ja dann eh selbst schuld war, weil sie mit dem pinkfarbenen Minirock herumläuft. Beispielsweise. Mhm. Das ist die alltägliche Gewalt. Sie haben das Beispiel genannt. Wir brauchen also, obwohl wir das könnten, nicht unbedingt auf irgendwelche Staaten auszuweichen und zu sagen, also wenn ich jetzt irgendwelche Staaten nenne, dann ist es schon wieder kritisch. Ich habe ja gesagt, es gibt gute 100, wo gefoltert wird. Ich nenne in dem Zusammenhang weder Südkorea noch Nordkorea noch die Türkei. Ich werde einen Teufel tun, also irgendwelche Staaten wirklich zu nennen. Aber es ist selbstverständlich, leider, dass das so ist. Die Folter geschieht auch schon, ich habe auch das Stichwort in der Enzyklopädie, bei Vergewaltigung, das Sie gerade genannt haben. Für mich ist Vergewaltigung eine bestimmte Art von Folter, weil Vergewaltigung nicht nur darauf abzielt, die sexuelle Selbstbestimmung einer Frau zu beeinträchtigen, sondern vor allem Gewalt gegen sie auszuüben. Es gibt eine lange und breite Diskussion über genau diese Frage, ob Vergewaltigung eigentlich ein sexuelles Vergehen ist oder ob es, wie der Name selber schon sagt, Vergewaltigung ein Gewaltdelikt ist. Und man hat festgestellt, dass also sehr viele Täter überhaupt nichts mit Sexualität zu tun haben, schon weil sie impotent sind oder ich weiß nicht was, dass es eigentlich nicht zu sexuellen Vollzügen kommt, sondern einzig nur dazu, der Frau, die am Boden liegt, klar zu machen, du gehörst von Natur aus nach unten. Unterwerfung. Und wieder muss ein Mann dir das unter Schmerzen klar machen, dass du nichts wert bist. Leider kommen wir jetzt zum Ende der Sendung. Das ist irgendwie kein besonders erfreuliches Schlusswort, so wie wir es jetzt gehört haben. Wir haben leider nur mehr 2 Minuten. Herr Professor Hermann, ich möchte mich herzlich dafür bedanken, dass Sie sich die Zeit genommen haben, heute für uns, das mit uns zu sprechen. Vielleicht haben wir irgendwann in nächster Zeit die Gelegenheit, eine weitere Sendung dazu zu machen. Ja, ich bin gern bereit. Wie schaut es bei Ihnen so von den Buchplänen her aus? Neue Pläne in Sicht? Also, ich habe ja gesagt, dass ich über 40 Bücher geschrieben habe und zurzeit die neuen Medien geben die Möglichkeit für die Schriftsteller und Autoren, also noch schneller und intensiver Bücher zu verfassen als früher, als ich die noch mit der Reiseschreibmaschine schreiben musste. Die neuen Buchpläne sind für dieses Jahr, kommt also wieder ein Taschenbuch raus über Zusammenhänge von Sexualität und Folter. Dann ein Buch aus meiner kirchlichen Vor- und Frühzeit über Ehelosigkeit und Verheiratung von Priestern, von Katholischen. Es kommt ich habe gerade abgeschlossen, ein Buch über den jetzigen Papst. Und es kommt nächstes oder übernächstes Jahr eine Biografie. Ich mache nur relativ viele Biografien über jemanden, der auch ja fast zum Thema gehören könnte, nämlich über Giacomo Casanova. Das klingt interessant und ich denke, da werden wir wahrscheinlich wieder voneinander hören. Wir sind jetzt leider am Ende der Sendung. Nochmals herzlichen Dank. Ich danke Ihnen auch für die Einladung. Herzlichen Dank, Herr Professor Hermann. Frau Altendorfer, ich danke Ihnen. Gut, herzlichen Dankeschön. Dank. Ja, auf Wiedersehen. Tschüss. Ja, wir verabschieden uns jetzt auch von den Crop FM-Hörern. Die heutige Sendung, ganz leichte Überlänge, ist vorbei.